Nein, wir begleiten natürlich keine Studenten bei ihrem Wochenend-Großeinkauf. Die Brasilianerinnen Juliana und Andressa leiten beim diesjährigen Cottbus Open den brasilianischen Stand. Mit einem Budget von 100 Euro von der BTU Cottbus kaufen sie Lebensmittel für etwa 200 bis 300 Personen ein. Aus diesen sollen typisch brasilianische Speisen entstehen. Okay, jetzt gerade haben wir die Zutaten für Coxinha. Das ist übersetzt kleine Schenkel, also kleine Hähnchenschenkel. Und ja, wir haben also Butter, Mehl, Milch, Brühwürfel. Und damit machen wir einen Teig und nachher wird das mit Hähnchen gefüllt. Ja, das ist Coxinha. Aber es gibt auch Bolinha de Queijo, das sind Käsebällchen. Und Käsebrötchen machen wir auch. Und dann die Süßigkeiten, Brigadeiro und Beijinho, das sind Schokobällchen aus Kondensmilch. Und Kokosbällchen auch aus Kondensmilch. Die Nacht war für Juliana und Andressa kurz. Bis 4 Uhr waren sie mit den Essensvorbereitungen beschäftigt. Gezeichnet von dem wenigen Schlaf, bauen sie seit 10 Uhr ihren Stand auf. Nach 3 Stunden müssen die Arbeiten beendet sein, da um 13 Uhr das mittlerweile 13. multikulturelle Fest offiziell eröffnet wird. Einige Studierende leiten zum ersten Mal beim Cottbus Open einen Stand. Andere haben dagegen bereits Erfahrungen gesammelt. Ja, ich hatte schon, ich glaube, 2008 mitgemacht und ja, und das hat einfach Spaß gemacht. Und ja, und ich finde, dieser Austausch mit Leuten, die man normalerweise nicht trifft, weil man in dieser Uni-Welt lebt, das ist wirklich schön. Und die interessieren sich wirklich für unsere Kultur und sie haben dann die Gelegenheit, ein bisschen mehr zu erfahren und ein paar Sachen zu probieren, die zu unserer Kultur gehören. Das ist wirklich schön, deswegen, ja. Trotz der weiten Entfernung zu ihrer Heimat beschäftigt Juliana und Andressa die aktuelle politische Situation in Brasilien. Ja, also man muss wirklich sagen, dass die Proteste, die sind absolut rechtfertigt. Und das ist richtig, dass die Leute endlich auf die Straße gehen. Weil es ist eigentlich schade, dass so ein schönes und riesiges und reiches Land wie Brasilien in der Situation ist, dass es jetzt ist. Ich meine, wirtschaftlich geht es uns sehr gut, aber leider diese wirtschaftliche Wachstum hat dem Volk nicht wirklich geholfen. Es gibt noch so viel Armut und so viel Korruption und so viele soziale Probleme. Auch einige Besucher des Festes haben etwas über die politische Lage gehört. Ja, man bekommt es ein bisschen mit, natürlich aus den Medien, was dort entsprechend los ist und es auch Aufstände dort sind, ja. Man lebt nicht in dem Land und kann sich da eigentlich kein Urteil erlauben, meiner Meinung. Man möchte natürlich die Weltmeisterschaft, vielleicht wäre sie auch für Brasilien gut, geldmäßig gesehen, aber es ist natürlich ganz schwierig jetzt von unserem Standpunkt hier etwas dazu zu sagen, wenn man nicht in dem Land lebt. Gegen 18 Uhr sind die brasilianischen Köstlichkeiten restlos ausverkauft. Juliana und Andressa beginnen mit dem Abbau ihres Standes und ziehen Bilanz. Es war sehr schön. Ich glaube, es war sehr erfolgreich. Wir haben die Süßigkeiten nach einer Stunde waren die ausverkauft. Deswegen, ich glaube, dass es war anstrengend, es war ein sehr schöner Tag. Ja, wir sind zufrieden. Wir sind gespannt, welche kulinarischen Leckerbissen beim nächsten Cottbus Open auf uns warten.